willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und ja, heute habe ich eben gerade mal Ultimate Team gestartet, wollte jetzt aufzeichnen. Habe ich vorher ein Update runtergeladen und jetzt sehen wir gerade das hier. Willkommen bei FIFA Ultimate Team. Und es gibt zwei neue Clubs. Ich weiß es nicht, warum die jetzt neu sind, weil die Lizenzen reingekommen sind, weil die vielleicht aufgestiegen sind. Kann beides sein. Und dann auch auf der rechten Seite in der Barclays Premier League gibt es jetzt auch die Player Faces oder Face Scans von den Aufsteigern. Gab es anscheinend vorher nicht. Freut mich sehr für alle Beteiligten. Und das letzte Mal, ja, das war ja eine richtig lustige Folge im Nachhinein. Ich habe dann erst beim Zusammenschneiden oder beim Vorbereiten des Videos gesehen, ey, warte mal, da sind aber die ganze Zeit komische Geräusche im Hintergrund. Denn mein Gegner hatte ein Mikrofon drinne und fand es ganz amüsant, mich kontinuierlich zu beleidigen mit, ja, ganz schlimmen Wörtern. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich noch ein bisschen härter getrollt. Aber das habe ich nicht gehört, weil ich meine Aufzeichnung ohne Ton spiele, damit ihr nicht den Ton, der aus dem Fernseher kommt, nochmal hört. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich wieder ein neues Pack habe. Das liegt daran, dass es wieder ein Season-Ticket-Set gibt. Ich werde es wieder vor der Folge öffnen, weil ich möchte nicht wieder, das ist immer das gleiche machen, dass ich erst sage, ja, ich mache es nach dem Spiel und vergesse ich es wieder. Wir öffnen das Pack und haben Ciani drinne und, ui, einen Spieler Silber mit 90 Tempo. Der könnte sogar was wert sein, Ciani eher nicht. 65 Tempo, ne, ein Innenverteidiger in der Serie A ist, da gibt es einfach so viele bessere Spieler. Aber der, schauen wir mal ganz kurz, auf Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Ja, das ist das Problem, auch selbst schnelle Spieler müssen dann auch ein bisschen was können, ansonsten kosten sie auch nichts. Wir stellen ihn einfach mal für 600, 300 drauf. So sinnlos, diese Trainer glänzend, eine sehr sinnlose Karte, die glänzende Karte, die ich da bekommen habe. Und den Rest stoßen wir ab. Warte mal, das ist die saudi-arabische Liga, okay. Ich hätte jetzt gesagt, wenn es die australische Liga gewesen wäre, hätte ich drüber nachdenken können, den zu behalten, weil ich denke ja drüber nach, mal irgendwann auch ein Team aus der australischen Liga zu bauen. Wir machen weiter in der Liga 3, sind wir ja inzwischen schon angekommen. Sind jetzt hier mit 7 Punkten aus 3 Spielen gestartet, ist ganz gut. Ich wollte demnächst dieses Team hier verkaufen. Genau, ich werde es jetzt nochmal ausruhen lassen und dann noch einmal spielen. Und ausruhen lassen werde ich es, indem ich das Team hier auf der Bank spiele. Und dann muss ich dem Sanjan noch eine Vertragskarte geben. Habe ich ja gerade ein paar gezogen, das ist, passt sehr schön. Gut. Hier sind alle auf der Bank, die ich auch ausruhen lassen möchte. Suchen wir uns den Gegner. Ja. Und es wäre natürlich ziemlich geil, wenn der so ein Gegner, der ihn dann so kontinuierlich beleidigt, auch die ganze Zeit hört. Ich habe mich gefragt, ob das der Fall ist, weil ich hatte irgendwie... geht das von den Trikots her? Geil ist es nicht, finde ich. Ich mache es trotzdem. Weil bei der Halbzeitpause hatte ich das Gefühl, ich hatte bei demjenigen noch Hintergrundgeräusche gehört, als er gerade am Reden war, ob er mich dann vielleicht gerade in dem Moment gehört hätte. Das hat natürlich auch sein können. Gegner im 4-4-2 mit der Serie A am Start, mit Pogba und Pirlo im zentralen Mittelfeld, vorne Tevez und Hugo Higuain. Hat sehr gute, starke Spieler, Biabiani auf den Außen, El Sharawi links. Oh, scheiße, ich hätte das mit den Trikots anders machen sollen. Es geht noch, aber ich weiß schon, dass ich hundertprozentig mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Fehlpässe deswegen spielen werde, weil es dann doch vom Farbton, ich weiß, vom Farbton ja, aber so, weiß nicht, wie ich es am besten bezeichnen soll, aber es ist doch irgendwie recht ähnlich, dunkel halt. Na, da sollte natürlich eine Schusstäuschung werden, aber ich habe den Ball noch. Na, faul. Na, ich dachte eben, der hätte schon gepfiffen. Die haben irgendwie so kurz abgesetzt, als ob sie nicht mehr weiterspielen möchten. Tevez spielt ja, glaube ich, auch eine richtig starke Saison. Hat schon 2 Informs, glaube ich, bekommen. Ah, schade. Nicht reingekommen. Oh, aber sehr stark von Subotic. Kriegen wir hier vielleicht einen Doppelpass? Ja.
Hier jetzt in die Spitze. Oh. Um auf Depay, aber der Ball wird abgefangen. Chicago bekommt ihn in die Hacken. Ah, da war ich dran, aber ich kann ihn leider nicht ablenken. Schön wieder von Sobotic. Schon zweiter guter Einsatz hier. Chicago schön an der Linie, aber er startet leider nicht so. Oder macht den Laufweg nicht so geil, dass ich dann auch vom Timing her gut hinbekomme. Sobotic ist heute ein Tier vor dem Herren. Das dritte Mal jetzt sauber rausgespielt. Jetzt kann er sehr, sehr schnell spielen. Escharavi wird er vielleicht in die Mitte ziehen. Ja, mit dem Doppelten. Och nein. Oh Mann, er macht den doppelten Roulette in mich hinein. Oder nein, er schießt in mich hinein und dann wird er abgelenkt und der Torhüter bekommt ihn durch die Beine. Aber ich hatte mich verzockt in der Verteidigung, weil ich hatte erwartet, dass er deutlich früher in die Mitte reinziehen wird. Oh, der ist im Abseits. Ja. Schade, hätte ich glaube ich nicht getrickst, da hätte ich den rechtzeitig spielen können und weiß ich nicht, ob dann der Pass angekommen wäre. Er läuft hier sehr geil, die Abwehr reagiert so gar nicht. Ach, das ist immer so ärgerlich, der doppelte Roulette, okay. Ich habe es nicht gut verteidigt, weil ich gedacht habe, er zieht mit El Charabi früher in die Mitte. Aber dann wird der Schuss so blockiert, weil er einfach nicht frei zum Schuss kommt, aber so, dass er dann durch die Beine geht. Rebiani sehr schnell. Schön. Ja, das kommt da nicht richtig ran. Und wenn man jetzt so aufs Radar schaut, dann, das ist so, merke ich gerade, schaue jetzt gerade zum ersten Mal aufs Radar. Auch da ist es sehr, sehr schwer zu erkennen, welche Spieler meine sind und welche seine sind. Eigentlich kaum. So einfach darf ich den Ball auch nicht verlieren im Aufbauspiel. Ich stehe genau auf diesen einen Spieler drauf und er ist aber so versessen, diesen Pass zu spielen. Aber der Gegner spielt bis jetzt nicht schlecht. Sehr ruhig im Dribbling, finde ich. Das ist halt doof. Ich laufe da mit Chemiti und Chikawi alleine aufs Tor zu. Aber es kommt keiner mit. Boah, ist das stark von Kassa, der ist verteidigt. Sehr, sehr gut, das 1 gegen 1 verteidigt. Nee, das ist überhastet. Prina Kabea eine schlechte Position, um den Ball zu verteilen. Schön. Aber der Gegner ist gut. Da kann ich erstmal nichts gegen sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier trivial irgendwie meine Anspielstation angespielt bekomme und er auch nicht in der Offensive jetzt nichts drauf hat, sondern er macht das immer sehr gut. Über eine vernünftige Kombination, vernünftiges Dribbling eigentlich. Aber vor allem in der Defensive würde ich ihn jetzt sehr stark einschätzen. Wir müssen erstmal sicher den Ball laufen lassen. So ein Pass ist nicht gut. Aber ich habe hier noch. Da bekomme ich ihn gut angespielt. Mach aber, kann so wenig aus der Situation machen. Oh, schon wieder so ein Pass. Komm, oh nein! Beinfäller. Nicht antäuschen, dass du rauskommst, sondern rausgehen dann auch und aufnehmen und alles ist safe. Hat er. Sehr gut. Ey! Ich habe schon aufs Radar geschaut, habe gar nicht gesehen, was jetzt hier passiert ist, aber Weinfelder wurde anscheinend hart umgeboxt. Kann auch einfach mal gelb gehen. Nein. Stark. Rausgeholt den Torhüter, aber nur angetäuscht und dann muss er mit Tevez irgendwann abschließen und macht das dann ein bisschen überhastet. Der Stenzel war aber gar nicht so schlecht. So, rausköpfen. Nein, 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 nicht so vor die Füße köpfen.
Komm, Chicago. Oh. Chicago war oben, hat sich freigelaufen, aber irgendwie spielt er den Ball auf Chemiti, der, glaube ich, im Abseits auch stand. 45 haben wir schon. Also der Gegner ist in der Defensive richtig, richtig, richtig gut. Ist bis jetzt, denke ich, in der Defensive der beste Gegner, den ich hatte. Weil ich echt nicht sagen kann, dass ich mir hier viele Chancen arbeite. Oh, wenn ich Pech habe, gibt es da Elfer. Hat dann noch eine Schusstäuschung, ja. Und noch eine, genau. Und dann ist immer zu gut. Zu viel. Das leckt hier so ein bisschen. Ach, schade. Den werde ich jetzt nochmal gerne ausgespielt, den Angriff. Ja, sieht man auch. Was ist denn hier los? 36% Passgenauigkeit und 38% beim Gegner. Einer von drei Pässen kommt bei mir an. Ich bin fassungslos. Also, dass es jetzt nicht die hohe Kunst in der Offensive war, das habe ich gemerkt, aber 36%? Nein! Ich hätte gedacht, ich hätte die ganzen Bälle im Dribbling verloren, aber doch nicht durch Fehlpässe. Oh, da drauf. Oh, das wäre so wichtig gewesen. Aber ich habe den Ball noch. Also ich muss mindestens 50% bekommen nach dem Spiel. Und am besten auch einen Torschuss. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, also das muss ein Anzeigefehler gewesen sein. Der pfeift heute kein Foul. Das ist auch Foul. Aber Chemiti ist durch. Oh. Schade, das hätte es 1-1 sein können. Vorne köpfen. Komm. Nice. Oh yes. Nice. Geiler Move. Und dann zum 1-1. Stark. Das ist der geile Spin-Move hier. Zack, und an zwei Leuten vorbei. Im Linken in die lange Ecke. Sehr, sehr nice von Chemiti. Schönes Tor. Damit bin ich echt zufrieden. Und ich bin jetzt auch ein bisschen besser im Spiel drin, nachdem ich gemerkt habe, wie katastrophal anscheinend meine Passgenauigkeit war. Ein bisschen mehr Fokus auf ein sicheres Aufbauspiel. Chemiti ist super aktiv in diesem Spiel. Oh. Auch Ben Affa, richtig. Oh! Wenn Chicago da einfach mal schneller reagiert, dass da der Ball auf Pirlo kommt. Mhm. Stark von beiden Feller. Oh Mann, habe ich das scheiße verteidigt. Diesen ganzen Angriff so desaströs schlecht verteidigt. Die nächste Ecke. Dass eben gerade nicht Weidenfeller hingeht, sondern mein Spieler, der den Ball annimmt im 5-Meter-Raum, ist nicht ganz so geil gewesen. Nein! Hör mal, hier, was ist los? Gehen die wieder? Ja, genau. Jetzt. Komm, lauf rum. Lauf rum. Genau. Genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel ist echt eng. Boah, Tevez ist... Und hier. Stark. Also manchmal, ich spiele gerade in diesem Spiel so häufig den Ball irgendwie vernünftig raus, bekomme ihn dann aber so ekelhaft in ekelhaften Situationen unter Kontrolle, wo ich dann super häufig danach Fehler mache. Oder machen kann.
Komm. Oh, ist der krass gewesen. Boah, der war genau in die Gasse, wo er hin muss. Und Cáceres im letzten Moment kriegt den Ball dann noch die Füße dazwischen. Heftig. Oh, da den Ball abfangen. Das wäre so nice. Und die Schusstasche. Yes! Foul! Komm, hier auf Depay. Ja. Fast nochmal genauso wie beim 1:1. Shit. Das war ganz schön knapp. 80. Minute jetzt. Der Gegner ist richtig gut. Jetzt. Nee. Nein, nein, nein. Boah, das war so knapp. Komm, Shikawi. Nice. Nice. Komm. Hat er noch. Es trifft. Der Schiedsrichter hat so eine lockere Linie. Nein. Den muss ich rausgrätschen. Fuck. Oh Mann. Oh Mann, ich hatte den Sieg jetzt schon so mehrfach auf dem Fuß und dann kommt er mir einmal richtig gut durch und macht den Treffer. Verdammt, das war echt ein Unentschieden-Spiel. Yes! Nice! Meine Güte, es geht! Ich sage jetzt mal nichts, dass das eigentlich noch eine Schusstäuschung werden sollte und kein Schuss von Shikawi. Oh oh. Komm, einen haben wir noch. Wir kriegen noch einen Angriff. Komm, Jimmy, nimm ihn auf. Genau, spiel ihn. Depay, du hast Raum, du hast Zeit, du hast Tempo. Ja, 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 nein! Warum gehst du nicht hin? Unglaublich. Das ist so lächerlich. Pfeif ab, komm, dieses Spiel möchte ich nicht verlieren. Oh meine Fresse, das war gerade innerhalb von 5 Minuten von absoluter Frustration bis ich kann es schaffen und ich hätte es schaffen müssen. Alles dabei. Krass. Da bekommst du in der 87. das 2:1 bis hinten und hast dann eigentlich noch die Chance, das zu gewinnen. Weil der Spieler einfach aus... Na, das gibt's doch nicht. Ey. Aber der Gegner war richtig gut. Das war ein Eigentor von Sokratis. Was ist los? Naja, das Unentschieden geht absolut in Ordnung. Ich glaube, das waren 2 gleichwertige Gegner. Aber natürlich, ich hätte es verlieren können. Ich hätte es auch gewinnen können eben gerade gegen Ende. Und ich habe die Passgenauigkeit ordentlich steigern können auf 64% und der Gegner auch auf 57%. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das muss ein Anzeigefehler sein. Bitte schreibt mal in den Kommentaren, ob das wirklich in den ersten Halbzeiten so niedrige Passgenauigkeiten waren. Ich kann das gar nicht glauben. Ja. Wo ist das denn? Ein Eigentor? Eigentor? Warum Eigentor? Ach, stimmt. Der Ball war abgelenkt nach dem Schuss von El Sharawi. Ja, also das war echt eine enge Partie. Aber gut, es hat noch für den Punkt gereicht. Uiuiui, das war echt nicht schlecht. So wird es dann auf jeden Fall auch sehr knackig in Liga 3, wenn es so weitergeht von den Gegnern her. Und in der nächsten Folge werde ich dann nochmal mit dem
Team hier spielen oder werde ich es verkaufen? Da haben wir mit dem Team 8 Spiele gemacht oder 9 Spiele gemacht. Werde ich es verkaufen und dann bauen wir ein neues Team irgendwann auch demnächst. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war, finde ich, vom Spielerischen, abgesehen von den Passgenauigkeiten, ich kann es immer noch nicht verstehen, was da los war, denke ich doch, ein sehr ansehnliches Spiel, von der Defensive natürlich stark geprägt, aber ich glaube auch schöne Aktionen zu den Toren. Also der doppelte Roulette war nicht schlecht, ne? War schwer zu verteidigen. Das Tor von Tevez mit der doppelten Schusstäuschung auch nicht schlecht. Und Chikawi, glaube ich, ist da auch ganz gut am Ende durchgeschnetzelt. Mein Ausgleichstreffer war auch genau der mit Schermitti. Also das waren auch alles sehr trickreiche Tore und eben am Ende. Schade, dass da nicht noch das Tor gefallen ist. Aber gut, manchmal kommt es dann nicht. Das soll es gewesen sein für heute. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Auch nicht schlecht von Ihnen. Was ist denn hier los? Ja! Ist klar!